Ich bin Marcela Jaramillo, ich bin aus Kolumbien. Ich bin Sarah Vasic, ich komme aus Bosnien-Herzegowina. Mein Name ist Juliana Santos Walgren und ich bin aus Brasilien. Mein Name ist Orhan Yücel, ich komme aus der Türkei. Ich bin Mariana und ich komme aus Brasilien. Mein Name ist Ahmed Ibrahim, I am Egyptian from Cairo. I graduated as an avionics engineer. Currently, I'm working as a flight test command and control systems of the eVTOL aircraft Lilium. And I am living in Germany. Ich bin Nephrologe, das heißt, ich beschäftige mit der Patienten mit einer Nierenfunktionsstörung, akute oder chronische. Und ich lebe jetzt in Bayern, Deutschland. I am a researcher and manager of projects related to cultural heritage and migration, and I live in Belgium. Ich bin für die Kommunikation eines Integrationsvereins verantwortlich. Ich habe meine Ausbildung in Bosnien-Herzegowina gemacht zur Zahnarzthelferin, Zahnarzttechnikerin, aber ich habe mich mehr für die Zahnarzttechnikerin entschieden und arbeite jetzt in Deutschland. I am a senior advocacy officer at the European Network Against Racism, INAR, and I live in Brussels, Belgium. Well, I came to the EU quite young to study. So I went to study in France and Germany, then I went back to Brazil, then I came back to Europe to join my partner at the time, my husband at the time. And then when we divorced, I decided to stay because I had a job opportunity, and today I work here and live here with my children. Einmal in Deutschland und für eine Verwandte Besuch. Er hatte zufälligerweise einen Arztbesuch, Arzttermin. Und wir sind zusammen gegangen und ich habe bemerkt, dass Arzt zu arbeiten in Deutschland ist anders als Arzt zu arbeiten in der Türkei. Wir haben so viele Patienten und so viel Arbeit und jetzt in Deutschland, ich habe bemerkt, dass ich habe genug Zeit für die Patienten. Aber in der Türkei, ich habe 2 Patienten in 10 Minuten und außer zusätzliche Patienten ohne Termine. Das heißt, ich habe nur eine begrenzte Zeit für einen Patienten. Und deswegen, ich könnte nicht so viel nachdenken, muss nicht tief denken, sondern ich muss schnell sein. Aber in Deutschland, ich habe genug Zeit für einen Patienten zu untersuchen und nachdenken und die Untersuchungen zu machen. Deswegen bin ich da. I came to Europe 9 years ago to study a master's degree in Italy. Then I applied for a Marie Curie Fellowship of the European Commission to do a PhD in Portugal. So I won it and now I'm living here. Ich habe mich nach Deutschland entschieden zu kommen, weil ich auch schon als kleines Kind deutsches Fernsehen gesehen habe, Deutsch gelernt habe und wollte immer schon sehen, wie es hier ist. First is geographically, it is not far away from most of the world. Second is the cultural diversity in the EU. There is a lot of cultures and they are not in a so big geographical area. So it is really, really nice and very good to enjoy all of this culture in that place. Es ist witzig, weil an sich wollte ich immer Deutsch lernen. Das war seit der Kindheit ein Wunsch von mir. Deswegen nach meinem Abitur dachte ich mir, ich mache ein Auslandssemester oder ein Sprachlernsemester in Deutschland. Bin dann nach Deutschland, nur um Deutsch zu lernen, für 4 Monate. Es hat mir aber sehr gut gefallen und ich bin da geblieben. Ich glaube, einer der Hauptgründe, wieso ich auch in Deutschland überhaupt geblieben ist, ist die Sicherheit. Ich habe mich als Frau, als junge Frau hier sehr sicher gefühlt. Ich gehe einfach durch die Straße, egal ob allein oder mit Begleitung, egal ob tags oder nachts über und ich spüre keine Angst. Und es war mir neu, das Gefühl als 19-Jährige und das gefällt mir nach wie vor.
well, many things about Belgium, and I can say mainly about Brussels. I like the political international activism. I really like the great multiculturality, because you can find here people and cultures from the whole world. And we can find also a number of cultural activities. Eigentlich außer meinen Arbeitszeiten, ich fühle mich wie ein in einem Traum, weil Deutschland und Bayern und Augsburg ist sehr schön. Außer Arbeitszeiten, ich habe so viel Zeit für meine Familie und diese Stadt oder Deutschland ermüdet die Menschen nicht, ich denke. Ich lebe ganz einfach, wie ich will. Deswegen, das gefällt mir sehr gut. I like the summer and the Alps. Germany is a very good country in terms of political system stability, also in the individual's care, and supporting education and learning. Basically, this is why I choose Germany. Deutschland gefällt mir, weil das hier gibt es viele Kulturen. Ich kann viele andere Menschen auch kennenlernen, die von der ganzen Welt hier kommen. Und so, das gibt es bei mir nicht in Bosnien. Aber in Deutschland finde ich das echt schön. What I like most about Belgium is the fact that it's very cosmopolitan, very international, and it's a hub of many cultures, and it's a place as well where you feel close to the European institutions and you feel close to the policy making, and you make sure that your voice is heard and you can do something to advocate for societal change.